Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe schon lange kein Produktreview mehr gemacht oder sowas in der Richtung halt. Und deshalb habe ich jetzt Lust, euch mal was zu erzählen zu meinem Standard im Wald mit mir rumgeschleppten Rucksack. Das ist so ein kleiner Bundeswehr-Kampfrucksack, den gibt es ja in groß. Dann ist er im Prinzip derselbe, nur dass sie unten nochmal eine zusätzliche Tasche aufgesetzt hat. Und den gibt es in klein. Und das ist halt eben hier meiner, den ich hier gerne mit mir rumschleppe. Das ist kein Original, sondern ein Nachbau von Miltec. Wie das Ding genau heißt, beziehungsweise unter welchem Namen ihr den im Internet findet, seht ihr hier. Googeln könnt ihr selber. Und ich versuche mich jetzt wirklich mal so richtig schön kurz zu fassen und kurz und knackig euch mal zu erklären, was an dem Ding so dran ist und weshalb ich den mag. Und wie ich damit bisher so verfahren bin, sozusagen. Also, ne, seht selbst. Also, hier seht ihr jetzt einfach mal in die Gegend geschmissen besagten Rucksack. Erstmal zum Material. Das ist einfach mal Baumwolle, 100% davon. Und die hat den Vorteil, dass sie sehr dicht und sehr schwer gewebt ist, in Anführungszeichen. Es ist auch ein recht dicker Faden einfach verwendet worden hier zum Herstellen dieses Rucksacks. Und damit ist das Ding einfach super, super robust. Also, das Grundmaterial ist echt schon richtig haltbar. Und wenn sie es vollsaugt mit Wasser, ab dem Punkt ist es wasserdicht. Deshalb ist es trotzdem natürlich noch nass und auch die Innenseite ist trotzdem immer noch nass, denn die sieht genauso aus wie die Außenseite. Und man hat schon einen gewissen Wassereinbruch in den Rucksack, aber es regnet nicht direkt durch sozusagen. Also ab dem Punkt, wo das komplette Rucksackmaterial feucht ist, ab dem Punkt ist er dann sozusagen wasserdicht, könnte man meinen. Also sprich, wenn ein Schlafsack da drin ist, dann wird schlimmstenfalls nur die Außenhülle des Schlafsacks nass, beziehungsweise den äußeren Bereich eben des Schlafsacks, und man kann ihn, wenn man jetzt nicht wirklich 5 Tage da mit diesem klammen Schlafsack dann schlafen muss und ihn jeden Tag neu nass macht sozusagen, dann kommt man da eigentlich ganz gut mit zurecht. Ich spreche aus Erfahrung. So, dann hat er diese schönen Seitentaschen hier. Die sind aus dem gleichen Material, aber die Innenseite ist noch gummiert. Warum das so ist, das ist mir ein gewisses Rätsel, zumal die Außentasche hier quasi nicht gummiert ist. Man kann es hier, glaube ich, einigermaßen erkennen. Damit sind die Taschen also dann doch nicht wasserdicht. Und wozu dann diese hier noch so eine Gummierung ist? Also sie hilft beim Dinge reinstecken. Die gleiten dann sozusagen besser rein. Ich benutze diese Außentaschen nahezu ausschließlich für Flaschen und mein Stativ. Also eine Seite eine Flasche, andere Seite Stativ, das wäre so die Standardbepackung, wenn man so möchte. Schließen lassen sich die hier mit so einem Deckelchen und dann hat man hier so ein Dingelchen und wie die auch immer die heißen, Clipper, ich nenne sie einfach mal so, und kann das dann entsprechend zuziehen. Je nachdem, was drin ist, reicht es nicht ganz. Also zum Beispiel bei einer 1,5 Liter Flasche, dann ist die Tasche nicht mehr zumachbar, weil die Flasche einfach zu lang ist. Ich würde euch eine Flasche reinpacken, aber die ist von einer Marke, für die ich keine Werbung machen möchte. Also lasse ich es sein. Ihr könnt es euch, glaube ich, auch so denken. Und ja, so, dann hat das Ding noch einen gummierten Boden. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil man es damit auch theoretisch kann man den Rucksack sogar in eine Pfütze stellen und der wird von unten erstmal nicht nass, es sei denn, die Pfütze ist ja höher als die, was wird das sein, 3 cm. Ungefähr irgendwie sowas. Das ist außerdem halt nochmal super stabil und man kann halt Sachen auch schön unten in den Rucksack reinstopfen und diesen Boden schön ausfüllen. Dann hat man echt was, wo man gut was, ja, also fühlt sich auch irgendwo gut an. Fühlt sich fast so an wie Leder, ist zwar Gummi, aber naja, ist ein gutes Gefühl, wenn man damit hantiert. So. Hier natürlich auch nochmal genau die gleiche Tasche wie auf der anderen Seite. Das sollte jetzt niemanden nennenswert überraschen. Und schließen lässt sich, beziehungsweise sagen wir nochmal erstmal was zum Deckel. Der Deckel ist auch wieder mit dieser lustigen Gummierung ausgestattet. Und diese Teile hier, die haben jeweils die Funktion, um das hier festzuhalten. Das ist meiner Meinung nach auch eine sehr nützliche Geschichte, dass man eben durch diese schönen
nenne ich sie mal Ösen, hier noch einen großen, beliebig riesigen Schlafsack quasi auf dem Rucksackdeckel nochmal befestigen kann oder eine Isomatte. Für die zwei Sachen habe ich es primär verwendet. Man kann auch noch den Poncho oben drauf klatschen, wenn man ihn nicht in den Rucksack reinklatschen möchte. Das ist also auf jeden Fall nochmal eine schöne zusätzliche Befestigungsmöglichkeit. Oder man macht sich einfach ein bisschen Schnur dran und nimmt den Rucksack zum Einkaufen oder so einen Gummi-Expander und kann dann sein Toastbrot darunter schnallen. Da gibt es reichliche Möglichkeiten. Hier haben wir noch mal übrigens einen schönen Tragehenkel, wenn man das Ding da mal so in der Hand halten möchte. Der ist auch erstaunlich stabil und macht bisher wirklich nicht den Eindruck, als würde er demnächst abreißen, was mich eigentlich fast überrascht, zumal dieser Rucksack ja von Miltec ist und nicht alle Miltec-Produkte immer gut sind. Dieser Rucksack hier bisher ist es definitiv. Auszeichnen tut sich jeder. Da haben wir ja noch ein bisschen Müll da unten, ignoriert den einfach. Jeder Bundeswehrrucksack fast zeichnet sich dadurch aus, dass er hier hinten nochmal diese Zusatztasche hat, die standardmäßig dafür gedacht ist, um die Isomatte reinzustecken, die dann noch gleichzeitig als Rückenversteifung des Rucksacks dient. Mit dieser Rückenversteifung ist der wirklich richtig, richtig, richtig bequem zu tragen. Ich habe da noch keinerlei Rückenbeschwerden oder sonst was gehabt, weil er dann wirklich auch schön weich ist. Was aber andererseits wieder der Haken ist, dadurch, dass der kein Tragegestell besitzt und ohne die Rückenversteifung einfach nur ein schlaffer Sack ist. Also wenn man das die Isomatte rausnimmt, dann hat er hier einfach nur einen Sack. Dann ist es wirklich nur ein Sack mit ein bisschen Gummielementen und Trageriemen. Fertig. Das gefällt mir ja gerade an dem Ding, weil es einfach ein klassischer Rucksack. Sack. Und eben aber durch diese Rückenversteifung hat er hier einfach eine ebene, glatte Fläche und entsprechend schwitzt man die voll, wie man hier auch bei reichlicher Verwendung einigermaßen sehen kann. Das ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache und für den einen oder anderen vielleicht etwas unappetitlich. Und wenn man irgendwo hingelaufen ist, hat man danach einen nassen Rücken. Ja, mir persönlich ist das gerade mal völlig egal. Ich schwitze auch mit einem Rucksack mit Hightech-Tragegestell trotzdem. Und ob ich jetzt ein kleines bisschen weniger oder ein kleines bisschen mehr schwitze, das macht bei mir dann auch keinen Unterschied mehr. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Bisschen doof ist, wenn man den Rucksack richtig, richtig vollpackt, neigt er dazu, sich so ein kleines bisschen in der Mitte auszuwölben. Das ist dann natürlich beim Tragen erstmal gewöhnungsbedürftig. Da kann man dann allerdings mit Gewalt, je nachdem, was man drin hat, zum Beispiel einen Schlafsack, versuchen das dann einfach wieder entsprechend gerade zu klopfen, damit das eine einigermaßen ebene Fläche wird. Aber ja gut, schlimmstenfalls trägt man ihn halt dann mit dieser Auswölbung ein wenig. Das gibt dann trotzdem noch immer keine Rückenschmerzen. Von den Lasten, was man da reinpacken kann, also ich habe den schon mit 20 Kilo beladen und er hat es ohne Probleme überlebt. Lustig ist das natürlich nicht, denn einen Hüftgurt gibt es nicht. Es gibt bloß ein Hüftband. Das hat aber mehr den Zweck, einfach den Rucksack noch ein bisschen am Körper zu stabilisieren. Insbesondere beim Rennen ist das sehr hilfreich. Wenn man mit dem Teil wirklich durch die Gegend rennen möchte, dann kann man ihn hiermit schön am Körper befestigen und dann stört er eigentlich erstaunlich wenig, muss man sagen. Hängt natürlich auch wieder davon ab, was drin ist. Wenn es klappert, ist natürlich doof. Jo. Also eben diese Isomattenfunktion hat natürlich dann auch noch den Vorteil, dass man die Isomatte zur Hand hat, wenn man mal eine Isomatte braucht. Und deshalb nehmen wir sie jetzt mal raus. Denn ich kann ja quasi hier gleich doppelt was erzählen und zur Isomatte auch gleich noch was sagen. Die Dinger gibt es gebraucht für relativ wenig Geld. Und was ich halt an denen schön finde, aber die kennt ihr garantiert sowieso, ist, man kann die hier so schön aufklappen und dann kann man sie noch einmal aufklappen. Zack, und dann liegen sie da und dann hat man auch schon die Isomatte quasi aufgeklappt und muss dann nicht erst rumrollen und so weiter. Und genauso schnell lässt sich das Ding wieder zusammenbauen. Und man kann sie einfach mal kurz in den Wald werfen oder als Windschutz benutzen. Jetzt steht sie hier gerade so schön demonstrativ da, als Wärmereflektor beim Lagerfeuer oder sonst was. Und ja, wenn sie mal ein Loch hat, ist egal, isolieren tut sie trotzdem noch. Also so gesehen, ich mag das Teil wirklich sehr. Kann man alles Mögliche Lustige mit anstellen. Sie ist auch ein super Sitzkissen und ermöglicht auch das wirklich ganz bequeme Tragen vom Rucksack. Aber ohne die Isomatte, die übrigens im Kaufpreis nicht enthalten ist, die muss man sich noch dazu kaufen, ist es wie gesagt wirklich bloß ein Sack.
dann könnt ihr ihn auch wunderbar irgendwie zusammenkrusteln zu einem Knödel oder sonst was und könnt ihn, und das ist dann wieder auch praktisch, in einem anderen Rucksack quasi als Zweitrucksack gut mitnehmen. Also im Trekking-Rucksack kann man den dann hier einfach noch zu einer Wurst zusammengeknüllt oder wie auch immer verpackt man das dann haben möchte, ganz gut noch unten reinstecken und hat dann noch einen zweiten Rucksack zusätzlich dabei. Standardmäßig ist hier natürlich noch eine Schnur drin, die in der Mitte einen Zipper hat, mit dem man das Ganze dann zusammenziehen kann. Aber die Schnur fehlt gerade aktuell, weil ich die ausgebaut habe, weil ich eine Schnur gebraucht habe. Dementsprechend, ich baue sie dann aber demnächst auch wieder ein. Die wird allerdings noch mitgeliefert. Aber eben allein am Fehlen der Schnur könnt ihr erkennen, dieser Rucksack hat eine integrierte Schnur. Ist doch super, wenn man mal eine Schnur braucht, hat man eine Schnur griffbereit. Gut, also so viel zum Miltec Kampfrucksack, dessen richtiger Name hier unten jetzt nochmal steht. Ich habe auch vergessen, was der gekostet hat, aber das findet ihr ja auch raus, wenn ihr den entsprechend googelt. Und jetzt geht die Sonne unter und die Bildqualität wird noch bescheidener, als sie ohnehin schon ist. Und deshalb ist das jetzt ein guter Moment, um hier die Zelte abzubrechen und zumindest mal aufhören zu filmen. Nach Hause gehen muss ich ja nicht, weil es dunkel wird, aber mache ich trotzdem, weil ich habe Hunger. Macht's gut.